Seit unglaublich 09 Jahren machen wir inzwischen Brinkhoffs Ballgeflüster. Und wir finden, jetzt ist es an der Zeit. Es muss einfach kommen und jetzt wird es kommen. Das Best-of aus unzählig vielen Sendungen, wo Kloppo, Lucien, Josef, Kehli, Schmelle, Lars, Marco, Julian und noch ganz, ganz viele andere mit dran teilgenommen haben. Es geht um Tischgrills, die nicht so richtig zünden wollen, um Probleme mit armenischen Nachnamen und um Sonnencremes mit Schutzfaktor 500. Dass das lustig wird, könnt ihr euch sicherlich denken. Ihr dürft das nicht verpassen. Viel Spaß. Ich habe mich mal vorgenommen, wenn wir das nächste Mal gewinnen, dann fange ich nicht direkt nach Abpfiff an zu saufen, weil das echt, ich habe Atze Schröder hinter der Bühne getroffen und kann mich nicht daran erinnern, das ist scheiße. Und so ehrlich muss man erstmal sein. Dass du das jetzt heute zugibst, finde ich gut. Ja, ich weiß ja nicht, wenn ihr sagt, wir haben uns getroffen, dann werden wir uns getroffen haben. Ich meine, ich bin ein top seriöser Mann. Ja. Aber ich bin. Wir haben uns sogar eine Stunde unterhalten. Und ich habe nichts gesagt. Wer war denn überhaupt so dein erster Held in Schwarz-Gelb? Also Lothar Huber, Manfred Burgsmüller. Jetzt ist das wieder die jüngeren Leute wieder. Hä? Aber und man muss es ehrlicherweise sagen, ich sage das jetzt nicht aus Schleimerei, als Rudi mit mir mich ins Westfalenstadion geführt hat, ich die ersten Mal da war und ich dachte, oh wow, alles klar, scheiß auf Konfirmation, das ist meine Religion. Es war ja nicht so. So, war nicht so wie heute. Also heute, mich rührt das ja am Fernsehen, wenn ich das sehe. Das war ja grauer, dunkel, ich habe es verregnet und kalt und trotzdem fand ich es toll in Erinnerung. Und ich habe Rudi gefragt, ich sage, Rudi, warum wären wir nicht Meister? Und da hat Rudi gesagt, weil wir Dortmund sind. Weil er war auch oft verärgert und dann hat sich das Ganze ja irgendwann gedreht. Und das war für mich unglaublich. Und das hat sich natürlich, es tut mir leid, nur dass ich das sagen muss, was heißt tut mir leid, das hat sich 1989 gedreht. Und ein ganz bestimmter Spieler hat es gedreht und der wurde damit auch zu meinem Held. Ne? Hier, er hier. Und insofern. Deswegen haben wir Jörg eingeladen. Ich habe ihn mir gewünscht. Deshalb hat jetzt das Wort unser Kapitän Marco Reus. Was ich mir manchmal von ihm wünsche, ist einfach, dass er, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, dass er ein bisschen brauner ist, weil der Junge ist. Ich weiß nicht, ob er nie rausgeht im Sommer oder ob er Sonnenschutzcreme 500 nimmt. Das weiß ich nicht. Da muss er auf jeden Fall dran arbeiten. Ich wüsste natürlich schon gerne, was du dazu sagen. Ja, ich muss das jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Ne? Weil das geht mir schon ein bisschen nah jetzt gerade, die Worte. Also, er sprach von Lichtschutzfaktor 500. Aber da gibt es auch so eine Sache mit dem Glashaus. Ja. Gut, Spaß wird damit mir die Saison nicht mehr haben. Ich bin sein Sitznachbar, ich werde mir da einiges einfallen lassen. So, jetzt kommen wir zu unserem Fragenkonter. Jetzt nehmen wir Tempo auf in der Sendung. 09 Fragen. Marco, mir fehlt Kehli auf dem Platz, weil? Weil er immer am Meckern war. Für dieses schöne Tor. Gibt es den Bonsai-Schmelle? Ah, super. Ist jetzt fertig, deine Figur? Danke. Oh. Das bist du. Warte mal. Wer die gemacht hat? Ja. Warte, komm, Patrick. Die sieht wirklich ziemlich ähnlich. Also, weil ich sonst... Hast du den Kopf daneben von Schmelle? Super, er ist wirklich gut. Ja, also, ist das der Beginn einer Serie oder ist das jetzt der erste Mini-Spieler? Das kann sich natürlich jeder ins Wohnzimmer stellen. Wer hätte nicht gerne eine Schmelle im Wohnzimmer rumstehen? Kriege ich für jedes Tor eins? Was? Genau. Schmelle, das Risiko können wir eingehen.
Wir waren in Düsseldorf in einem Restaurant essen und dann gibt es einen Tischgrill. Man kann sich eben den bestellen, dann wird er an den Tisch gebracht und dann kann man sein Fleisch dort selber grillen und wenden. Und zuerst bringen die aber als Untersatz so eine kleine Holzplatte. Und die wurde dann draufgestellt. Und dann hat er schon so geguckt, ob es schon heiß ist. Ich dachte, der macht Spaß. Ne? Ja. Okay, ist witzig. Und dann hat er irgendwann dann später kam das, ja ehrlich, der kam das Fleisch und dann hat das einfach auf dieses Holztablett gelegt. Ne? Immer so, und das, hat sich gewundert, das dass nichts passiert. Nicht gar, ne? Nein, nicht gar. Und dann ist uns erst aufgefallen, dass er es wirklich ernst meint. Und dann war so ein Rebell war ich nicht. Ich bin relativ früh in dieses Fußballgeschäft hineingekommen und musste schon mit 17 dann ja. Sehr, 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 sehr seriös leben. Nein, es war wirklich so. Ich bin mit 17 in Hannover alleine dann Schule gemacht. Oh. Ja, und dann Mama war nicht da. Oh. Papa war auch nicht. Und dann noch Tasche. Und dann ging es nach Freiburg. Oh. Oh. Und dann nach Dortmund. Hey. Hey. Und ich kann bis heute Fips Asmussen zitieren. Ehrlich? Ja. Der Eber, der ist missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Nicht nur die Frau, die Sau alleine, auch die Verwandtschaft. Alles Schweine. Entschuldigung, warte, war noch nicht alles. Ja? Auf einen grünen Anger ging Luise Böhm. Sie war im sechsten Monat schwanger und wusste nicht von Böhm. Unangenehm. Ein Mädchen ging mal Pilze pflücken und musste aber oftmals bücken. Jetzt Stilze, scheiß Pilze. Meine Lieblingsbarung Kevin Großkreuz und Henrik Mkhitaryan. Mkhitaryan. Ich spreche es armenisch aus. Du.